So, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Division. So, wir gehen erstmal hier rein. Untergrund kennt ihr ja von einigen Leuten. Also, das wird das einzige Video für die nächsten paar Wochen sein, weil ich eine Zahn-OP habe und danach nicht quatschen kann. Na ja, so Weile. Deswegen wollen wir hier erstmal gucken. Wir gucken mal, haben wir das schon da hinten? Ne, wir haben ja bloß 20%, stimmt ja. Heute mal ein paar Nebenmissionen machen, mal gucken. Haben wir es doch schon? Ne, haben wir auch nicht mehr hinten. Apotheke? Nein. Ja, halt deinen Mund. Mein Gott, nee. Ein Wort genügt und es gehört Ihnen. Was zu verkaufen? Nee. Ah, das ist eine Wechselmagazin. Brauche ich nicht. Benutze ich nicht. Karabiner. Eins Klassik, den haben wir, glaube ich. Eins. Und von rein schon mehr. Ey, jappadabadabadu, aber weniger. Oder? Ja. Nehmen wir doch lieber die. 42, ja, aber ich habe nicht so viel Börse. Noch ein zufriedener Kunde. Ne, zufriedener Kunde kann man nicht sagen, Kumpel. Können wir nur nicht leisten. Das ist das andere Problem. So, dann gucken wir mal, was wir machen können. Annehmen Mission. Haben ja schon einiges gemacht hier an Missionen. Was ist das? Nee. Was haben wir hier? Nein. Geiselrettung. Immer ganz wenig nur. Oh Mann. Ich glaube, da draußen ist jemand. Du meinst Hilfe? Wir bestätigen den Erfolg von Phase 1. Oh Mann. Was ist das? Kempatzen. Ach, da kann man Blitzreise hinmachen. Also, hallo. Ah, wir gucken mal. Ich habe auch ganz wenig Zeit heute, ich muss nicht aufpassen. Das Internet, das spinnt nämlich rum. Jetzt kühle ich es gerade. Da wird es nicht mal so ein... Also ich habe Fenster auf, also wenn ihr irgendwas hören tut. Hey, wieso habe ich das so... Hä? Wir treten eines sicheren Bereichs. Ach, bestimmt, weil ich da bei einigen mit war. Hey, man glaubt's nur, wenn man sieht. Agent, ich werde Ihre Kontaktperson bei Schwierigkeiten in diesem Gebiet sein. In der Zwischenzeit möchte ich Ihnen eine äußerst umformende Präsenz attestieren. Ich fühle, dass Ihre positive Kraft zu einer Osmose von Energiekonvergenz führen wird. Falls ich etwas höre, gebe ich Bescheid. Der redet aber geschwollen. Ah, jetzt gucken wir mal hier. Nächstes Mal kriege ich's. Und an alle Zocker da draußen, mein Level 30er. Der kann nicht so gut sein, weil ich eine ganze Weile mit dem Wert Scheiß da nicht hier zockt habe. Ich habe erst vor kurzem oder angefangen mit dem Level 30er zu zocken. Ah, okay, dann gucken wir mal. Freies Spiel. Machen wir mal ein bisschen.
ein paar Leute kriegen. Die mit uns spielen wollen. 9 Minuten habe ich noch. Ja, ich verstehe euch bloß auch. Das ist kein PlayStation 4 Headset. Das ist leider nur ein PC Headset. Ich muss mir noch ein PS4 PS Headset holen, was die PS4 auch erkennt. Improvisierte Sprengvorrichtung entdeckt. Ja. Woher kommen die Gegner? Wo sind die Gegner? Wo sind die? Achso, das sind die. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Ja, in Ordnung, komm. Alarm, Sprengvorrichtung wurde entdeckt. Die Schussbahn ist... Ah ja, ein bisschen Action haben wir noch. Ladung gesichert. Aufnahmestelle an JTF Security übermittelt. Ladung gesichert. Aufnahmestelle an JTF Security Wunderbar. Übermittelt. Die laufen wir mal ein bisschen rum. Ist alles okay. Nichts dagegen. Ich will immer Mitarbeiter haben. Hm? Drum sind der... Losgehen. Schießt aus der Deckung! Was für eine Deckung? Danke für Ihre Hilfe. Gute Arbeit. Ein neuer Agent hat sich Ihrem Team angeschlossen. Es gibt also doch noch sowas wie Güte auf der Welt. Na, nee. Das war nur so. Hat... Oh, nein. Ach, nee. Wollt ihr unbedingt... Oh. Das kann ich doch nicht beenden, Mann. Ich hab doch nicht so viel Zeit. Ich bin doch ein kleiner Aufnehmer bloß. Na gut. Rennen wir mal hin. Schade, dass man die Leute ja nicht so wirklich heilen kann. Agent, hier ist Dr. Kerner. Ich wollte nochmal betonen, wie wichtig es ist, alle Zivilisten zu schützen, denen sie begegnen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass einige dieser Leute die Dollargrippe überlebt haben. Das bedeutet, sie haben Antikörper im Blut, die ich brauche, um dieses Ding zu bekämpfen. Und die Kranken? Eine breitere genetische Streuung der Virusproben wird uns helfen, die Mutationsrate zu bestimmen. Was eine umständliche Art zu sagen ist, dass die Leute am Leben bleiben müssen, bis ich habe, was ich brauche. Verstanden? Ein Mensch, den musst du dann nicht anmachen. Oh, Junge, ey, das ist so nervig langsam. Das ist echt so nervig mit die Leute. Und nur?
Ah, Junge! Ah, Mann! Ah, da ist noch einer. Kleiner Drecksack, du! Agent, ich muss Ihnen etwas sagen. Faye hat gesagt, die Cleaners halten die gesamte Zeltstadt gefangen. So sieht es aus und es passt zum Vorgehen der Cleaners. Wenn Sie die Überreste eines aufspürbaren Virus beseitigen wollten, wohin würden Sie gehen? Dahin, wo die größten Konzentrationen sind. Flüchtlingslager, Barackenbette. So, ich muss leider. Drakonische Haut rein. Und tschüss.